Die ganze Welt der DDR-Mobilität erzählen wir in mehreren Geschichten. So ist ein bunter Videokatalog entstanden, kompakt mit allen wissenswerten und interessanten Nebensächlichkeiten. Dabei betrachten wir den Zeitraum von 1945 bis 1989. 2015 nahm die Serie mit den Fahrrädern und Mopeds ihren Anfang. Es folgten Motorräder und Motorroller, dabei natürlich die beliebten MZ-Zweiräder. Bei den PKWs haben wir selbst viele Jahre nach der Wende noch Fahrzeuge gefunden, die als wertvolle Kulturgüter der Technikgeschichte bezeichnet werden müssen. Ein großer Dank gilt den vielen Sammlern, den Museen und den Unternehmen, die uns bei den Dreharbeiten unterstützt haben. Teil 5 beinhaltet die LKWs und Nutzfahrzeuge, bekannte Fahrzeuge, die teilweise noch heute auf den ostdeutschen Straßen zu finden sind. Die ganze Welt der DDR-Busse, dabei die große Icarus-Flotte und auch die O-Busse. DDR-Baumaschinen, geborgene Filmschätze neu in Szene gesetzt. Teil 8 ist den Straßenbahnen gewidmet. Historisches Videomaterial lässt die Geschichten neu erleben. Für die Gegenwartsaufnahmen bereisten wir nahezu das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR. Von Rostock bis Plauen und von Dessau bis Döbeln fanden wir auch bemerkenswerte Relikte der Vergangenheit. Bisher entstandenen 8 Teile ergänzten wir 2021 mit den Geschichten um die DDR-Luftfahrzeuge als Teil 9. Eigentlich hat ja die DDR keine Flugzeuge gebaut. Oder doch? Das klären wir auf. Kurzweilig, interessant und abwechslungsreich.